Liebe Freunde, als Leiter des Regionalwettbewerbs Jugendforsch Iberia habe ich die Freude und die Ehre, mich an euch allen wenden zu können. Wir haben den ersten virtuellen Wettbewerb hinter uns gebracht und ich muss gestehen, dass es eine sehr schöne Sache war. Ich muss mich natürlich bei allen, die es möglich gemacht haben, bedanken. Ich denke an die Junta Directiva del Colegio Alemán de Sevilla, an die Schulleiterin Frau Herrmann, an die Geschäftsführerin Frau Kessler und an alle Mitarbeiter der Deutschen Schule, die es möglich gemacht haben. Meinen besonderen Dank gilt Herrn Carlos Broca, Frau Ana Herrera und Frau Emma Palacios. Ich bedanke mich natürlich bei allen Jurymitgliedern, die aus Deutschland, aus Madrid und aus Sevilla selbst in zahlreichen Videokonferenzen alle Arbeiten überprüft haben. Ich bedanke mich natürlich bei den Betreuungslehrern. Aber besonders und speziell muss ich mich bei den Schülern und Schülerinnen der deutschen Schulen bedanken. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ihr füllt Jugendforsch mit Sinn und Leben. Deswegen vielen Dank. Muchas gracias. Obrigado. Queridos amigos, como director del concurso Jugendforsch Iberia, es para mí un placer dirigirme a todos vosotros. Hemos terminado nuestro primer concurso virtual y he de reconocer que ha sido algo maravilloso. Agradezco a todas las personas implicadas, empezando por la Junta Directiva del Colegio Alemán de Sevilla, su directora, la señora Herrmann, su gerente, la señora Kessler, y todos los compañeros del Colegio Alemán, en especial don Carlos Broca, doña Ana Herrera y doña Emma Palacios. Sin su colaboración esto no hubiese sido posible. Tengo también que agradecer a los miembros del jurado que desde Alemania, desde Madrid y desde Sevilla han valorado en una multitud de videoconferencias todos los trabajos presentados. Agradezco también la colaboración de todos los profesores que han colaborado en la realización de estos proyectos. Pero especialmente os tengo que dar las gracias a vosotros, a los alumnos y alumnas de los colegios alemanes. Vosotros sois los que llenáis Jugendforsch de sentido y de vida. Por ese motivo, muchísimas gracias. Vielen herzlichen Dank. Obrigado. Doy la palabra a la directora del Colegio Alemán de Sevilla, señora Herrmann. Nun spricht Frau Herrmann, Schulleiterin der Deutschen Schule in Sevilla. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schüler und Schülerinnen, lange haben wir auf diesen Augenblick gewartet, zeitweise gezittert und pausenlos die Daumen gedrückt. Heute können wir nun endlich stolz sagen, dass der erste virtuelle Regionalwettbewerb Jugendforsch Iberia an der Deutschen Schule Sevilla sehr erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen wurde. Zu diesem Erfolg möchte ich allen Teilnehmenden ganz herzlich gratulieren und mich im Namen des gesamten Jugendforsch-Teams bei Ihnen und Euch für das Engagement, die Flexibilität und den ungebrochenen Enthusiasmus bedanken. Wiederholen möchte ich an dieser Stelle explizit meinen Dank an Herrn Ernesto Cebeda, Herrn Dr. Carsten Penz, die Mitglieder der Jury, die Schulleiter und Schulleiterinnen der deutschen Schulen in Spanien und Portugal, sowie an das deutsche Konsulat in Malaga und die deutsch-spanische Handelskammer. Dieser virtuelle Wettbewerb war ein aus der Notwendigkeit heraus entstandenes Pilotprojekt, um die Wettbewerbskette von Jugendforsch nicht zu unterbrechen. Sollte sich eine ähnliche Situation wiederholen und die Durchführung eines Präsenzwettbewerbs unmöglich machen, kann sich das virtuelle Modell sicher etablieren. Die aktuelle Situation hat uns gezeigt, dass sich Nachwuchswissenschaft im digitalen Zeitalter aus einer anderen Perspektive präsentiert, dies aber der inhaltlichen und professionellen Ebene keinen Abbruch tut.
Für die junge Generation, also für unsere Schüler und Schülerinnen, ist dies bereits zu einer recht normalen Vorgehensweise geworden. Allerdings ziehen auch sie es vor, die Jury und ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen nicht auf dem Bildschirm zu sehen, sondern im Präsenzmodus. Da ja ein solches Ereignis neben dem eigentlichen Wettbewerbsgeschehen Möglichkeiten zur Knüpfung von Kontakten, zur Netzwerkbildung und zum Austausch bietet. Deshalb freuen wir uns schon jetzt auf Jugendforscht Iberia 2022 in Sevilla und wünschen Ihnen und Euch bis dahin weiterhin viel Spaß bei der Forschung. A continuación habla el señor Kolmhofer de la Junta Directiva del Colegio Alemán de Sevilla. Nun spricht Herr Kolmhofer aus dem Elternbeirat der Deutschen Schule Sevilla. Sehr geehrte Teilnehmer, Schüler und betreuende Lehrer, ich möchte mich sehr herzlich im Namen des Vorstandes der Deutschen Schule Sevilla für Ihre Teilnahme an Jugendforsch 2021 bedanken. Heuer konnte die Veranstaltung nicht wie geplant als ein physisches Treffen abgehalten werden. Covid-bedingt war dies unmöglich und es musste nach einer Lösung gesucht, also geforscht werden. Es ist das erste Mal, dass Jugendforsch auf einer digitalen Plattform präsentiert wird. Allerdings hat uns diese Lösung ermöglicht, die Veranstaltung trotz aller Einschränkungen durchführen zu können. Was ist eigentlich Forschen? Gemäß Definition handelt es sich dabei um die gründliche und systematische Suche nach meist wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es handelt sich also nicht wie im klassischen Unterricht um Übermittlung und Aufnahme von vorgefertigtem Wissen, sondern um die aktive Suche nach etwas Neuem basierend auf vorher übermitteltem Wissen. Basiswissen ist zwingend notwendig, um Forschung auf gehobenem Niveau betreiben zu können. Es ist notwendig, um das vorhandene und gefestigte Wissen zu hinterfragen und als Resultat etwas Neues zu schaffen. Wir sind stolz auf euch, alle, interessierte Schüler, ambitionierte Lehrer, Schulen und auch die Eltern unserer Schüler, welche überhaupt eine so großartige Veranstaltung ermöglichen. Jugendforscht ist hoffentlich ein Impuls für unsere Schüler, ein Leben lang weiter zu forschen, aktiv nach Wissen und Lösungen zu suchen und somit das Leben selbst zu gestalten. Weiters wünsche ich uns allen, dass wir uns beim nächsten Jugendforschtermin wieder persönlich treffen können. Beste Grüße aus Sevilla und bleibt am Forschen. Nos saludan ahora desde el Consulado General de la República Federal de Alemania en Málaga. Nun ein Grußwort aus dem Deutschen Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Málaga. Liebe Frau Herrmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Sevilla. Ich war überhaupt nicht überrascht, als mir die Direktorin der Schule, Frau Herrmann, vor kurzem mitteilte, dass das Projekt Jugendforsch auch in diesem besonderen Jahr unter ihrer Ägide durchgeführt wird. Die Deutsche Schule Sevilla kommt auch unter schwierigen Umständen ihrem Bildungsauftrag nach. Das verdient eine große Anerkennung. Jugendforsch ist nun seit 56 Jahren ein überregionales, bekanntes und bewährtes Instrument zur Förderung junger Talente in den Bereichen Informatik, Mathematik, Naturwissenschaften und Technik. Seit dieser Wettbewerb im Jahr 1965 ins Leben gerufen wurde, haben mehr als 280.000 junge, wissbegierige und engagierte Forscherinnen und Forscher an diesem Wettstreit teilgenommen. Alle diese jungen Menschen haben dafür gesorgt, dass unserem Land der Nachwuchs in den sogenannten MINT-Fächern nicht ausgeht, ihr Mitwirken zum Erhalt, aber auch für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist beachtenswert. Diese Förderung junger Menschen gründet auf den Leistungen junger Talente auf der einen Seite, aber auch auf einem ganzen Netzwerk von Schulen, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien sowie einer Unzahl engagierter Menschen. Alle zusammen, Lehrende und Lernende, leisten Großartiges und helfen dabei, unsere Welt, wie wir sie kennen, zu stützen, zu erhalten und zu verbessern. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass 9 von 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an diesem Bundeswettbewerb ihren beruflichen Werdegang
im Anschluss an die Schule in den so wichtigen Bereichen Ingenieurwissenschaften, Informatik, Medizin oder Naturwissenschaften gefunden haben und damit zur Zukunft unseres Landes beitragen. Ich muss nicht extra betonen, dass diese Nachwuchsförderung für moderne Industriegesellschaften unverzichtbar und von großer Wichtigkeit sind. Doch wenn wir nach jungen Forscherinnen und Forschern Ausschau halten, suchen wir schon lange nicht mehr Talente, die den volkswirtschaftlichen Nutzen unseres Landes stützen und mehren. Wir suchen auch junge Wissenschaftler, die Antworten auf die Fragen und Aufgaben suchen, die wir im Hinblick auf die Zukunft unseres Planeten in Angriff nehmen müssen. Insbesondere die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schuljahre 2020 und 2021 haben Hervorragendes geleistet, mussten sie doch unter den nie dagewesenen Bedingungen arbeiten. Bedingt durch die aktuelle schlimme Pandemie wurde das gesamte Schulsystem vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt und die Schülerinnen und Schüler mussten sich alles Wissen unter ungleich schwierigeren Bedingungen erkämpfen als je zuvor. Deshalb, und das möchte ich ausdrücklich betonen, gilt den Finalistinnen und Finalisten des diesjährigen Wettbewerbs auf der Iberischen Halbinsel unsere ganz besondere Wertschätzung und Anerkennung und der größte Respekt. Vielen Dank an alle Beteiligten, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Leitung der Schule. Ihnen allen für Ihre großartigen Leistungen. Unsere Gesellschaft, unsere Welt braucht Sie. Die jungen Menschen, die Mut haben, Neues zu denken. Menschen, die Ausdauer und Kampfgeist haben. Bitte machen Sie weiter so. Vielen Dank. Thank you.
Nun, es ist soweit. Ich fange mit den Sonderpreisen für die JUFOS-Schüler. Sonderpreis in Umwelttechnik geht an Rudern zur Stromversorgung aus der Deutschen Schule Sevilla. Und der Sonderpreis für die originellste Arbeit geht an Saurer Geschmack nur virtuell an die Deutsche Schule San Sebastian. Bei den kleineren ein Sonderpreis Geolino Jahresabonnement und den Sonderpreis in Umwelttechnik für Wasser aus der Luft aus Barcelona. Ein Sonderpreis für interdisziplinäre Arbeiten plus MINT geht nach Madrid an die intelligente Blindenstock. Und Sonderpreis für die originellste Arbeit bei den Kleinen, bei den Schülern, für die smarte Schublade nach San Sebastian. Jetzt kommt ein Sonderpreis für nachwachsende Rohstoffe für Papyrus und Tinte selbstgemacht aus der Deutschen Schule in Lissabon. Ein Sonderpreis für Thinking Safety, für Licht, Versteh nur Bahnhof, eine photonengebundene Quantenverschlüsselung aus der Deutschen Schule Sevilla. Sonderpreis für Reset Plastik an Pilze, die unsere Welt retten, Deutsche Schule Bilbao. Sonderpreis für Qualitätssicherung durch zerstörungslose Prüfung geht an eine Nachhilfe-App für Zeiten der Ausgangsbeschränkungen aus der Deutschen Schule Barcelona. Sonderpreis Geo Jahresabonnement an die Wiederverwertung von Zigarettenstummeln, Deutsche Schule Valencia. Sonderpreis Jahresabonnement für Natur an Untersuchung von Einflussfaktoren in Vitamin C bei Früchten an die Deutsche, aus der Deutschen Schule Lissabon. Sonderpreis Bild der Wissenschaft Jahresabonnement an Diamagnetismus Revisited, Neues im Bereich der Materialforschung und Einsatzmöglichkeiten, Deutsche Schule, Sevilla. Sonderpreis, CT-Magazin für Computertechnik, ein Jahresabonnement, geht auch an Licht, verstehe ich nicht, verstehe nur Bahnhof, eine photonengebundene Quantenverschlüsselung von Sevilla. Und ein Sonderpreis, Make Jahresabonnement, geht an natürliche Farbstoffe in Textilien, Deutsche Schule, Valencia. Herzlichen Glückwunsch an allen Preisträgern. Und jetzt zu den richtigen Wettbewerbspreisen. Ich fange auch bei Schüler experimentieren. In der Sparte Arbeitswelt bekommen einen zweiten Preis die essbare Behälter
aus der Deutschen Schule Barcelona. Und wie gut sind Hygienemasken aus der Deutschen Schule Lissabon? Und deinen ersten Preis, die smarte Schublade, Deutsche Schule San Sebastian. In Biologie bekommt einen dritten Preis die Untersuchung biologischer Bakterientöter aus der Deutschen Schule in Lissabon. Und einen zweiten Preis sowohl Pilze, die unsere Welt retten, aus der Deutschen Schule Bilbao, und Untersuchungen von Einflussfaktoren auf den Vitamin-C-Gehalt bei Zitrusfrüchten, Deutsche Schule Lissabon. Hier gibt es in Biologie keinen ersten Preis. In Chemie bekommt einen dritten Preis die Bio-Waschmittel für zu Hause aus der Deutschen Schule Lissabon. Einen zweiten Preis in Chemie für Papyrus und Tinte selbstgemacht, auch Deutsche Schule Lissabon. Und den ersten Preis in Chemie geht natürliche Farbenmittel für Textilien, Deutsche Schule Valencia. In Technik gibt es einen dritten Preis für Turboboot 2000, Deutsche Schule Madrid, und einen zweiten Preis für Wasser aus der Luft, Deutsche Schule Barcelona. Und in Mathematik, Informatik gibt es einen ersten Preis an die Deutsche Schule Madrid für den intelligenten Blindenstock. Vielen herzlichen Dank und mein... Nun, liebe Freunde, wir kommen zu den älteren Schülern, zu den JUFOs. In Arbeitswelt gibt es einen dritten Preis an die Deutsche Schule Malaga für den Desinfektions- von Mund- und Nasenschutz. Und einen zweiten Preis geht nach San Sebastian für das nachhaltige Eisessen. In Chemie gibt es einen zweiten Preis für die Wiederverwertung von Zigarettenstümmeln, Deutsche Schule Valencia. In Technik gibt es einen dritten Preis an Wasser aus der Luft, Deutsche Schule Sevilla. Und einen zweiten Preis für Rudern zur Stromversorgung, ebenfalls Deutsche Schule Sevilla. Und saurer Geschmack, nur virtuell, Deutsche Schule San Sebastian. In Mathematik, Informatik gibt es einen zweiten Preis für eine Nachhilfe-App für Zeiten mit Ausgangsbeschränkungen, Deutsche Schule Barcelona. Und einen ersten Preis an Licht verstehe nur Bahnhof, einen photonengebundenen Quantenverschlüsselungs der Deutschen Schule Sevilla. Und in Physik gibt es einen dritten Preis für Umwandlung Energie der Deutschen Schule Malaga und einen ersten Preis an Diamagnetismus
Revisited, Neues im Bereich der materiellen Forschung und Einsatzmöglichkeiten, Deutsche Schule, Sevilla. Nun, und wie sieht's aus mit den Weiterleitungen? Ihr wisst, bei den kleineren Schülern gibt es die Möglichkeit, noch an den Landeswettbewerb teilzunehmen, und dabei endet die Möglichkeit, die Laufbahn endet bei den Landeswettbewerb, gibt es keinen Bundeswettbewerb bei Schülex. Die größeren Schüler, die JUFOs, die werden an den Landeswettbewerb, und von da aus gibt es noch die Möglichkeit, weiter zum Bundeswettbewerb zu kommen. Die Weiterleitung zum Landeswettbewerb der Schülex bekommen die Gruppen die smarte Schublade Deutsche Schule San Sebastian, natürliche Farbmittel Deutsche Schule Valencia und intelligenter Blindenstock Deutsche Schule Madrid. Diese drei Arbeiten werden nach Deutschland, nach Essen gehen, und dort werden die ihre Projekte vortragen können. Vielen herzlichen Dank und vielen Glückwünsche. Weiterleitung an den Landeswettbewerb bei Bayer in Leverkusen bekommen die Arbeiten Licht verstehe ich nur Bahnhof, eine Photonen- und gebundenen Quantenverschlüsselung aus der Deutschen Schule Sevilla, und ebenfalls aus der Deutschen Schule Sevilla des Diamagnetismus Revisited. Beide Arbeiten werden Jugendforsch Iberia in Deutschland in einem Monat vertreten können. Herzlichste Glückwünsche! Nun, liebe Freunde, hiermit ist unser Regionalwettbewerb Jugendforsch Iberia 2021 beendet. Ich gratuliere alle Teilnehmern zu ihren tollen Leistungen, wünsche den weitergeleiteten Arbeiten viel Erfolg in Deutschland, und ich lade euch allen im nächsten Jahr
im Jahre 2022 wieder an die Deutsche Schule Sevilla ein. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr alle präsenziell an den Ufern des Flusses Guadalquivir treffen können. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Muchas gracias. Obrigado. Y hasta siempre.